Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass ich Sie auch heute wieder zu unseren Kurzmeldungen begrüßen darf. In Mecklenburg-Vorpommern droht ein Anstieg von Abfallgebühren. Ein Grund ist, dass vom kommenden Jahr an in Deutschland ein CO2-Preis auf die Müllverbrennung fällig wird. Für den Landkreis Nordwest-Mecklenburg, ohne die Stadt Wismar, ist vorerst geplant, für kommendes Jahr 10 Euro je Tonne zu entsorgendem Abfall auf die Müllgebühren aufzuschlagen und für 2025 weitere 10 Euro, wie eine Kreissprecherin mitteilte. Bürgermeister Thomas Bayer bietet jeden ersten und zweiten Montag im Monat eine telefonische Bürgersprechstunde ab 8 Uhr an. Der nächste Termin ist der 2. Oktober. Eine Anmeldung ist bis zum 2. Oktober 7.30 Uhr möglich. Ein 45-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Lüdersdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 38-jähriger Autofahrer den Mann am Samstag beim Abbiegen. Die Fahrzeuge seien nahezu frontal zusammengestoßen. Dabei stürzte der 45-Jährige von seinem Moped. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist über einen ersten Todesfall infolge einer Vibrioneninfektion in dieser Badesaison informiert worden. Ein 74-jähriger Urlauber verstarb an den Folgen der Infektion, die er nach dem Baden an der Ostsee erworben hatte. Erkrankungsgefahr besteht im Wesentlichen für Personen mit bestimmten Risiken, wie chronischen Grundleiden oder bestehender Immunschwäche, sowie Personen eines höheren Alters. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Vergnügen im weiteren Programm.